jetzt Anno Denis. Heute Kot statt Böller. Silvester. Heißer, bald ist Silvester. Keine Festivität weltweit ist größer, lauter und bescheuerter. Sobald der Einzelhandel durch Sonderprospekte auf Feuerwerksartikel in seinem Sortiment hinweist, stehen erwachsene Menschen allen Ernstes Schlange, um für viel Geld schwarzpulvergetriebene Einmalbefeuerungsapparate käuflich zu erwerben. Diese werden dann prompt nach Erwerb, also meist schon am 29.12. bei strahlendem Sonnenschein in den mittäglichen Himmel geschossen, wodurch diese besonders zur Geltung kommen. Für ganze 3 Tage knallt, heult und explodiert es in den Straßen und Gassen der Städte. Kindern sei Dank. Dass das auf die Dauer nervt, muss sich auch der Erfinder sogenannter Klasse D-Böller gedacht haben. Denn ausgerechnet dem Körper mit der größten Sprengkraft die kürzeste Zündschnur aller Zeiten zu verpassen, das hat schon etwas von Böswilligkeit. Wer keine Wurfhand mehr hat, kann auch nichts mehr werfen. Den Silvesterabend kann man nur auf 3 Arten erleben. Entweder da minderjährig mit den Eltern und Wiener Würstchen an Tapetenkleister konsistentischer Senfsoße, besoffen in der Ecke oder allein vor dem Fernseher. Vor allem der Exzess mutet seltsam an, beginnt die ganze Bande doch schon weit vor Mitternacht sich die Hutze volllaufen zu lassen, nur um dann Punkt 12 aus den Partybunkern dieser Republik mit der Sektflasche in der Hand zu torkeln. Im Freien angekommen, wird der Hintern entblößt und als Startrampe für die Raketenschar missbraucht oder sich mit einem feuchtfröhlichen Neujahrsgruß an der nachbarlichen Häuserwand verewigt. Beliebt auch Spontanpartys im öffentlichen Straßenverkehr, während selbiger mit 50 Sachen an einem vorbeirauscht, alles in allem ein Heidenspaß, vor allem für Feuerwehr und sonstige bereitschaftsdienstliche Rettungsfahrzeuge. Denn entweder muss dem einen oder anderen Besowski der Mageninhalt per Pumpe hervorgelockt, der brennende Dachstuhl gelöscht, da irgendjemand die 1000-Schuss-Batterie unbedingt als Tischfeuerwerk benutzen wollte, oder Menschen verarztet werden, die sich in methylischer Freude gegenseitig grinsend die Fresse eingeschlagen haben. Dem Horoskope zu langweilig sind, der kippt erhitztes und dadurch verflüssigtes Metall in eine Schale mit kaltem Wasser und gibt dem erhärteten Endprodukt eine kaffeesatzartige Bedeutung. Bei der extremen Variante hingegen ersetzt dieses Prozedere der körpereigene Stuhl in der badezimmerlichen Kloschüssel. Und natürlich bedeutet Silvester auch immer gute Vorsätze. Und genau das sind sie dann auch. Vorsätze und keine Taten. Das Rauchen einstellen, abnehmen, mehr Sport treiben und so weiter und so weiter. Gebetsmühlenartig Jahr für Jahr. Hier spielen wir alle einmal Politiker. Nach einer guten halben Stunde ist es dann auch schon rum. Mehr gab das Arsenal an Schieß- und Wurfgut einfach nicht her. Übrig bleiben nebelgeschwängerte Straßenzüge und der Boden erstrahlt unter dem Restlicht der Straßenbeleuchtung von Pulverresten rot, wie einst der Sand gedrängt vom Blute amerikanischer Ureinwohner. Der Müll kehrt am nächsten Morgen weg, wer schon wach ist. Und detonierte Feuerwerksreste sammeln die Nachbarskinder auf und schon am Nachmittag sieht die Welt wieder ganz normal aus. Man selbst geht ganz normal mit seinem ganz normalen Anzug zu seiner ganz normalen Arbeit. Denn besoffen durch die Straßen stolpern, wild mit Explosivstoffen um sich werfend und schießend, brüllen, singen oder in der Öffentlichkeit wild kopulieren und alle finden das auch noch geil, das geht eben nur an Silvester.